Ich hasse dich, ich bring dich um. Ich bring dich um. Ein Scheiß werde ich machen. Klarer Sieger. Nicht schlecht. Fick dich. Fick dich. Hey Leute, was geht, Freunde? Seid gegrüßt zu einem neuen Part Gothic 1. Ich bin's, euer Memate, und ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben die Liste von Irene abgeholt, diese Prüfung da, diese Vertrauensprüfung und sowas, weiß ich. Hier in diesem Lager hat es zwei Truhen, und da steht immer dieser Ulber drum. Und der hat uns das letzte Mal gesagt, in der letzten Folge, dass so ein Butler den Schlüssel besitzt, vermutlich. Und ja, wir gehen mir jetzt mal den Schlüssel holen, weil ich möchte unbedingt die Sachen da plündern, weil da sind bestimmt wieder wertvolle Sachen drin. Das kann ich euch ja mal hier zeigen. Ulberts Lagerschuppen. Nachdem ich Ulbert was zu trinken gegeben habe, erzählte er mir, dass er den Schlüssel für die Truhe vermisst. Angeblich soll Aleph, der Butler, seine Finger im Spiel haben. Jo, und ich weiß jetzt nicht mehr so genau, aber ich kann mich noch ganz gering daran erinnern, wo dieser Aleph war. Ich glaube, das war so ein fauler Butler, der wo immer, ja, arbeitet, wenn die Gardisten ihn beobachten, aber sonst hängt er nur rum. Also, soweit ich weiß, war das so, aus meiner Erinnerung. So, und ich glaube, der müsste hier irgendwo unten sein. Und ja, da schauen wir jetzt gleich mal nach, ob dieser Aleph dort ist, weil ich möchte unbedingt die Sachen aus der Truhe haben, weil, ja, wie gesagt, da könnten jede Menge wertvolle Sachen drin sein. So, einmal kurz hier runtergesprungen und jetzt sammeln wir hier mal die Fackeln auf. Da hinten liegt ja auch eine. Und ja, da hinten sitzt er ja schon. Die Wachen erwischen mich nie. Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie nicht misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? Ja, eigentlich schon, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit, oder? Ja, ach was, ich gebe den jetzt mit mal 10 Erz. In Ordnung, wir sind 10 Erz für dich. Danke! Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an zwei Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank, aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Yay, danke für die Information, so. Weißt du was über die Schlüssel für die Truhen im Lagerschuppen? Nun, das kommt ganz drauf an. Darauf, wie viel Erz ich dir gebe. Du lernst schnell. So. Bist du mit 15 Erz einverstanden? 15 Erz? Ich weiß nichts von einem Schlüssel. Oh Mann. 30 Erz sollten reichen. Nun gut. Zufällig habe ich hier einen Schlüssel. Gut. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? Ja, sicher. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. So. Ich glaube, wir brauchen nicht wirklich weitere Informationen. Also nicht jetzt. Wir können ja vielleicht später nochmal, wenn wir richtig viel Erz haben, ein paar Informationen von ihnen holen. Aber das mit dem Heiltrank, ja, das können wir uns auch später mal abholen, weil die Crawler, die sind, glaube ich, noch zu stark für uns. Und wenn sie dann auch noch, wie soll ich sagen, halt wenn es mehrere sind und die gleichzeitig alle auf mich zulaufen, dann wird es ein bisschen schwierig, deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Huch, wo laufe ich hin? Wo war das jetzt nochmal? Hä? Oh Mann, das sieht so verwirrend aus.
diese Wege hier. Jedenfalls von ganz hinten, wenn man halt, wenn man das halt nicht so genau erkennt. So, einfach mal hier kurz runterjumpen und dann geht's hier weiter. So. Hui. Hier springe ich, glaube lieber noch nicht runter, weil da kann ich vielleicht sterben. Aber vielleicht von hier. Oh, okay, nichts passiert, gut. Dann locken wir diesen Ulbert mal weg. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was, ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Lass mich vorbei! Gut, hol deinen Anteil. Ja, etwas von diesem saftigen, schmackhaften, zarten Fleisch. Okay, ich höre auf. Wow, 200 Erzbrocken, das war doch mal, ja, was wert, ne? Yeah, huhu, jetzt sind wir wieder ein bisschen reicher geworden. Cool. Ja, gut. Zum Glück habe ich diese Truhe noch geplündert. Mal schauen, was dieser Typ hier sagt, dieser Ulver. Hey du, es gab gar kein gebratenes Fleisch. Oh, da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Ach komm, kann man den Schlüssel... Lass mich vorbei! Kann man den Schlüssel auch nicht verkaufen, oder was? Naja, egal. Jetzt gehen wir mal wieder ganz schnell zurück zu... Ja, zurück zum alten Lager, weil wir wollen ja unbedingt hier diese Liste abgeben. Ne? Also für Prüfung des Vertrauens. Wir wollen ja alten Lager beitreten. Wenn ich mich nicht irre. Nein, Spaß. Natürlich wollen wir uns den alten Lager anschließen. Das ist ja bis jetzt unsere Hauptmission. So, und langsam brauchen wir eine stärkere Waffe. Aber ich finde hier leider keine stärkere Waffe. Ich glaube, ich werde mal, zum Schmied gehen im alten Lager und mir vielleicht da was holen. Oder vielleicht schmiede ich mir auch gleich selber eins. Also ein Schwert. Vielleicht können wir das ja noch machen. So. Tschüss, Drake. Ah, hier hinten, ja, da... wachsen noch hier so Höhlenpilze und Rabenknecht oder was weiß ich das, also ich weiß jetzt nicht, was das ganz genau war. So, abspeichern davor natürlich, weil ich habe das ganz gut aus Erinnerung. Wenn ich aus dieser Höhle immer früher gegangen bin, dann ist das Spiel auf einmal abgestürzt und dann war der Speicherstand eh. Deswegen speichere ich jetzt zweimal. Und übrigens, cooler Ladebildschirm. So. Mit diesen Snappern und so weiter. Nochmal abspeichern. So. War es letztes Mal nicht dunkel, als wir reingegangen sind? Ach, ich weiß nicht. Naja, Hauptsache, wir sind jetzt draußen. Und ja. Gehen zum alten Lager. Und ja, schließlich werden wir noch auf dem Weg ein paar Monster killen, weil wir müssen auch aufleveln, damit wir auch bessere Waffen tragen bzw. benutzen können. Ich persönlich verbessere immer die Stärke, sobald ich eine gute Waffe habe, und dann mache ich erst die Geschicklichkeit. Ich weiß nicht warum, aber so ist das für mich irgendwie, naja, besser. Ich weiß nicht, wie ihr das immer macht oder ob ihr ja in diesem Spiel überhaupt mal ja so gemacht habt. Halt, keine Ahnung, wer das spielt und wer nicht. Wow, 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 wow. Yay! Wenn wir schon von Stufen aufsteigen reden. Könnt ihr mal in die
Kommis schreiben, also in die Kommentare, wie ihr das machen würdet. Also für die, die das Spiel nicht haben, oder diejenigen, die das Spiel schon mal gespielt haben, wie ihr das mal gemacht habt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Interessiert mich ein wenig, muss aber nicht sein. Ist ja auch nicht wichtig. Ich habe ja auch nur mal so zum Spaß gesagt, dass ihr es in die Kommis schreiben könnt. So. Wäre ja eigentlich auch ein bisschen interessant, mal zu hören, wie das bei euch gewesen ist. Aber egal, ich rede wieder schon zu viel davon. Hallo? Warum greift er nicht an? So, Hauptsache, wir, gehen jetzt hier im Spiel voran. So, ein paar Waldbeeren futtern, damit wir wieder fit sind. So, was hat's hier in die Höhle? Hoffentlich wertvolle Sachen. Was? Leere Höhle? Wie billig? Jo, dann gehen wir mal diese Blutfliegen töten. Diese Bloodflies, oder wie man das auch auf Englisch sagt. So. Kommt her, ihr Fliegis. Genau, die nenne ich ab sofort Fliegis. Kommt, meine lieben Stachelfliegis. Yay. Nein, nein, nein. Oh, sorry, dass ich immer so abgehe. Wenn ich sterbe. Puh, war das knapp. So, jetzt hauen wir mal einfach irgendetwas weg. So, diese Höllenpilze oder ja, Höllenpilze heißen die genau. Die machen nicht sonderlich viel Leben. So, einmal Seraphis. Und einmal gebratenes, leckeres Fleisch. So. Nochmal Entschuldigung, dass ich so abgegangen bin. So, abspeichern, da wir das, ja, da wir es so weit gebracht haben. So, jetzt kommen diese Biester. Wow, hey. Nicht gleichzeitig draufschlagen. Das ist unfair, ne? Ja. Hä? Nein. Ja, das will ich. So. Heilkräuter reinhauen, so, damit wir wieder Leben voll bekommen. Okay. Dann geht's weiter. In Richtung alten Lager, ja, genau. So, oh mein Gott, da hat's Goblins. Ich weiß nicht, ob ich gegen die, ja, gegen die schaff. Ob ich, stark genug für die bin. Ja, wir haben nur einen Dietrich, deswegen habe ich mal abgespeichert. So, 46 Erzbrocken, 5 Pfeile, 2 Bier und 2 Dietriche. Yippie! Das können wir alles gebrauchen. So, abspeichern. Also, speichern muss man oft, falls man noch nicht wirklich so stark ist. Hey, hey. Versucht mich nicht zu... Ja, genau. Deswegen muss man speichern. Ich wollte gerade sagen, versucht mich nicht zu verarschen, aber letztendlich haben sie das doch gemacht. So. Ich glaube, als nächstes werde ich wohl... Nein, nein! Alter! Normalerweise müsste ich das doch schaffen, die zu töten. So. Ich will die Erfahrung jetzt holen. Ist mir egal. So. Du bist der Nächste. Stirb, du kleiner Zwerg. Ihr macht mich alle wütend. So wütend.
Was ich vorhin sagen wollte, ist, dass ich als nächstes Battlefield Let's Playen werde. Also bei mir ist das leider nicht so leicht, weil von daher, dass ich nur wenig Freizeit habe und dass ich ja öfter mal nicht ran darf. Ja. Und auch, dass ich eben so viele Projekte am Laufen habe, denn ich Let's Playe ja Minecraft. Vor kurzem habe ich ja Part 13 ja hochgeladen. Am Ende werde ich ihr sowieso ja die Links einblenden, wo ihr dann draufklicken könnt und ja die Videos anschauen könnt, was ich eben gerade so mache. Und einen Moment. So, ja, ich war gerade hier kurz konzentriert. Naja. Wow. Nee, nicht mit mir, mein Junge. Mein Hündchen hier. Brav. Schön liegen bleiben. So. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Am Ende des Videos werde ich die Links eben, ja, einblenden. So, dass ihr anschauen könnt, was ich gerade für Videos mache. Und zwar Let's Play ich ja gerade Minecraft, dann noch Battlefield 3, dann Let's Play ich noch Gothic, so wie ihr seht. Und ja, mein neuestes Let's Play war Surgeon Simulator. Das ist so ein Doktorspiel, keine Ahnung. So ein Chirurgspiel, wo man eben eine Herztransplantation machen muss. Und ja, mit dem Intro habe ich es dann auch übertrieben. Ihr könnt ja mal vorbeischauen und auch bestätigen, dass ich das so meine, weil ich klang da ein bisschen verrückt, weißt du, ich habe da ein bisschen zu übertrieben. So. Komm. Ja, mich kann nichts mehr aufhalten. Außer stärkere Gegner. Naja, egal. So, demnächst wird ja bald ein Slender Let's Play kommen. Übrigens leider ohne Facecam. Und warum das so ist, habe ich in dem Let's Play Minecraft Part 13 gesagt. Also klickt darauf, schaut es euch an, bewertet und lasst einen Kommentar da und ja. Da genau, also da erkläre ich es euch genau, warum unbedingt ohne Facecam. Weil es gab da ein paar Probleme, ne? Und ich habe natürlich alles getan, um dieses Problem eben wegzubekommen, aber leider ohne Erfolg. Aber mehr sage ich nicht, weil ich will jetzt hier mich weiter auf Gothic konzentrieren und ihr wollt ja auch hier zuschauen. So. Könnt ihr vorbeischauen und ja, hören, was ich da sage. Nein, bitte, ich habe nicht abgespeichert. Bitte. Puh. Ah, das war knapp. So. Dieses Spiel ist einfach nur der Hammer. Selbst wenn es ein altes Spiel ist. Oh, jetzt habe ich Sumpfkraut gegessen. Naja, ja. Das erfüllt nämlich nicht Leben auf, sondern Mana. Ja, dieses epische alte Rollenspiel ist eben der Hammer. Übrigens, ich habe Gothic 2, die Nacht des Raben, also goldene Edition, der Nachfolger und natürlich auch Gothic 3. Wenn ihr wollt, ja, kann ich die auch Let's Playen, wenn wir natürlich mit Gothic 1 fertig sind, aber das braucht natürlich bestimmt noch sehr viele Parts. Und dann kommt ja Gothic 2, die Nacht des Raben. Das ist ja dieses Spiel, also ja, Teil 2, der Nachfolger. Der ist deutlich interessanter, abenteuerlich und viel besser als Gothic 1. Und ja, ja, ich freue mich darauf, mit euch zusammen das auch zu Let's Playen. Zwar habe ich dieses Spiel noch nicht durchgespielt, aber umso interessanter wird das dann für euch. Also ich kenne den Anfang ganz gut, ja, okay. Aber
mehr nicht. Weiter bin ich gar nicht gekommen. Ich kann das jetzt nicht so genau erklären, wie weit, aber ist jetzt egal. Und ich muss mal kurz einen Schnitt machen. Wir sehen uns gleich. So, da sind wir wieder. Ja, wir wollten hier mit diesem Typen reden. Kavalorn heißt er, glaube ich. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Okay. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Ja, nee, das will ich noch nicht, weil ich will meine Lernpunkte für etwas anderes verbrauchen. Zeig mir deine Ware. So, 200 Erzbrocken, etwas zum Essen, 216 Pfeile, Reiterbogen, Kurzbogen. Wie viel Geschicklichkeit habe ich denn überhaupt? Ach, das kann ich jetzt hier nicht schauen. Was, der hat nur Reiterbogen, also höchstens. Naja, ich habe hier ziemlich viele Sachen, die verkaufe ich jetzt mal. So. Schließlich muss ich ja auch was in den Taschen haben. Thronschlüssel ist eh nichts wert. Lanzenfleisch brauchen wir auch nicht mehr. Oder keine Ahnung, ob wir das überhaupt noch brauchen werden. Kavalorn Schlüssel. Das kann ich ja auch verkaufen für drei Erzbrocken. So, dann zapfen wir mal von ihm direkt mal 120 Erz ab. So, 17, 18, 19, 20. Und tauschen. So. Also, wir haben 10 Geschick. Und wie viel Stärke? 20. Ja, also Geschick ist mir noch nicht so wichtig. Aber ich würde mal sagen, wir machen vielleicht 5 Punkte für Stärke und 5 Punkte für, ja, Geschick, damit wir Geschick auch mal ein bisschen verbessern und damit es auch ein wenig verteilt ist. Und ich wollte hier gerade eigentlich wieder hoch. Ja, ich weiß, ich sammle gerne. Ich pflücke hier alles von, ja, vom Boden. So, hier haben wir noch mal ein altes Schwert. Und was haben wir hier hinten? Eine Hacke und ein Becher. So. Was für ein Trümmerhaufen, hey. Einen Moment. So, okay. Haben wir da noch was übersehen? Nee. Wow, wow, hey, da waren Snapper. Die sind noch zu stark und noch zu schnell für mich. Und die jagen ja auch in Horden. Ja, denen nähere ich mich lieber nicht. Bam. Bam. Keine Chance. Du blödes Gegockeltier. Oh Mann. Das war ein, ja, das war ein schlechter Name für dieses Tier. Oder keine Ahnung. Was für Namen würde ich ja für diese Monster benutzen? Ich weiß nicht. Als Maul. Ich glaube, ich nenne ihn Gockelvieh. Oder? Ja, ich weiß, ich bin sinnlos. Aber auch in Spiele muss man einen Sinn für Humor haben. Deswegen. Gockelvieh. So. Ja, wir sind im alten Lager. Gleich. So. Übrigens, da hinten hat es auch noch so, ja, ein paar von diesen Stachelfliegis, ne? Die werde ich später töten, also ich habe jetzt gerade keine Lust, dort hinzulaufen. So. Und haben wir überhaupt diese Mission mit diesem Typen da gemacht, der uns gesagt hat, zwei Leute haben so einen Ring geklaut und wir müssen den holen. Ich glaube, das machen wir jetzt mal, ne? Erstmal abspeichern.
So. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hey Grimm, ich bin bereit zu gehen, ja. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Gut, dann wollen wir mal. Der hat, ja, irgendwie verdächtig eine lange Pause gemacht. Naja, egal. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal die Missy. Ich speichere nochmal kurz ab. Wer weiß, was alles passiert. Ne? Holen wir uns das Amulett. Wah, wah, wah. So, dann sind wir noch einen Schritt weiter, damit wir ins alte Lager beitreten können, ne? So, was ist denn? So. Hier sind wir. Hey. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Was soll das? Ich soll dir schöne Grüße von Bloodwing bestellen. Boah, diese Missgeburt. Nein! Oh, Mann! Hey, du bist so ein Assi! Geh verrecken! Du kleine Missgeburt, hey! Naja... Komm zurück, du Feigling! Ich renn hier mal kurz weg, weil ich... bin stark verletzt, deswegen. Ja, ihr könnt mich gerne jetzt Feigling nennen, aber... Warte... Ich will ja keinen Erz verlieren, weißt du? Willst du wieder Erz? Du Penner wolltest mir also nur eine Falle stellen. Hey Mann, wir spielen beide dasselbe Spiel. Ich habe auch keine Lust, in den Minen buddeln zu gehen. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen. Dann werde ich hier bald aufgenommen. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben. Warum legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich. Also was ist? Frieden oder weiterprügeln? Ich schlag dir eins in die Fresse. Mir ist eher nach weiterprügeln. Oh Mann, du schaffst nicht. Ja. Aua. Feigling, komm zurück. Ja, lass mir doch mal die Gelegenheit hier mein Ding rauszuziehen, meine Waffe. Ich mein's ernst, weg damit. Hab ich Glück doch. Gehabt. Ich will mal kurz was ausprobieren. So. Steck die Scheiße. Ja, die fertig gemacht. Ja, also das habe ich geahnt. Deswegen. Okay, jetzt probiere ich noch mal was. Willst du wieder, Ja, klasse. Naja, sorry Leute, dass das jetzt so geschehen ist, aber den hätte ich liebend gerne eine... Oder warte. Ich habe eine Idee. Und zwar... Also ich folge den jetzt mal. Ja, komm Leute, ich mache das jetzt für euch. Ich prügel den Windel weich. Aber davor renne ich mal kurz danach hinter, damit ich alleine mit Grimm bin. Ich hoffe, diese Leute rennen mir nicht hinterher. So. Ja, ja, ja. So, weil ich brauche ja auch eine Gelegenheit, meine Waffe zu ziehen. Und jetzt? Nein. Noch einmal und du kannst was erleben. Ja. Toll. So viel Erz verloren. Naja, okay, scheiß drauf, komm. Ist egal. Ist Wurst. Vielleicht probiere ich das später ja nochmal. Hauptsache, wir machen jetzt hier weiter. Weil ich will hier keine Erz, keinen Erz verlieren. Und ich will genauso wenig wie ein Feigling dastehen. Ich habe die Liste von Ihnen. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. So, mach's gut. Ja. Ich werde dich töten. Du wirst sehen, ich werde dich umbringen. Naja, Spaß beiseite. Jo, ich würde da mal meine standardmäßigen Sätze sagen. Also bewerten, kommentieren nicht vergessen. Wenn ihr mich unterstützen wollt,
favorisiert dieses Video und ja, verbreitet es. Das war's von mir, genug für heute. Wir sehen uns bald. Bis dann, ihr lieben Leute. Tschüss. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Waffe weg.